Rakechnenos. Nunes Kede. Oi. Tis Mizonos Afrosinis. Ich möchte diesen Mann als meinen Partner. Dann trifft es sich gut, dass der Iberer gestern von den Löwen zerfleischt wurde. Ich habe vielleicht etwas frei. Und wenn Kenser für dich bürgen kann? Hm? Ihr braucht aber einen Namen, wenn ihr als Duo kämpfen wollt. Wie wäre es mit die Sivanischen Krieger? Ich glaube, die Beschützer von Siva wäre treffender. Ist das einprägsam genug für dich? Ah, es gibt Schlimmeres. Kommt rein. Hier warten die Kämpfer auf ihren Einsatz im Ring. Was du riechst, sind Schweiß, Blut und reichlich Innereien. Wenn du anfällig dafür bist, dir in die Rüstung zu scheißen, dann tu es bitte hier. In der Arena wird dich kein Pharao oder Gott beschützen können, Magi. Hier wirst du voraussichtlich sterben. Mach es dramatisch, den Zuschauern zuliebe. Solltest du wider Erwarten überleben, erwarten dich viel Ruhm und Ehre und eine neue Chance zu sterben. So ist das kurze, aber glanzvolle Leben eines Gladiators. Also gut, wen haben wir? Ah, da ist Kallistos. Kallistos, ein ehemaliger Soldat des Ptolemäus, der glaubt, er könne mit dem Schwert umgehen. Horus, er war mal mein bester Kämpfer, doch das Alter ruiniert uns alle. Jetzt ist er kaum besser als ein Nachttopf. Er bildet die Anfänger aus. Ist die Rüstung aus Ptolemäus' Armee? Die meisten Kämpfer können sich keine eigene Rüstung leisten. Und wenn, dann hält sie nicht lange. Die Armee vermisst ein paar einzelne Rüstungen nicht. Und es sieht so schön authentisch aus. Apropos authentisch. In der Arena benutzt du die Waffen, die ich dir gebe. Es gibt keine Ausnahmen. Kenzer kennst du ja bereits. Ihre glühende, doch fragwürdige Empfehlung brachte dich her. Bayek, Krokodilopolis begrüßt einen neuen Kämpfen. Oder einen neuen Sack voll Blut und Scheiße. Ich will ihn kämpfen sehen. Und wer wäre dafür besser geeignet als die, die ihn empfohlen hat? Na, wie wär's? Bereit, das Schwert zu ziehen, alter Magi? Mal sehen, ob du was gelernt hast. Nicht schlecht, alter Mann! Und ist das auch was? Du brauchst mehr Stil und Schauspiel. Ich dachte, ich hätte dich! Aber du lachst ganz ordentlich zu für einen Wüstenhund. Nun gut, Kenzer. Du hast einen neuen Partner. Wir öffnen bald die Tore. Seid bereit. Das ist das Pakt, das Felix uns zum Fraß vorwerfen will. Eine kümmerliche Mahlzeit, mein Bruder. Ja! Ich werde dir die Nüsse abschneiden und stopf sie dir in den Hals. Das größte Hindernis auf dem Weg zum Ruhm. Die gallischen Brüder. Ich weiß, wer sie sind. Wir sind soweit. Wirklich? Alle glauben, sie wären bereit, bis sie was aufs Maul kriegen. Ihr kämpft zuerst gegen ein paar Neulinge. Wenn ihr überlebt, werden wir weitersehen. Zwei, die trotz geringer Chancen kämpfen. Die Zuschauer lieben unfaire Kämpfe. Enttäuscht sie bloß nicht. Oder mich. So.
Wollen die unser Blut sehen oder deren Blut? Egal, Hauptsache Blut. Hier gibt es keine Unschuldigen. Halt dich bloß nicht zurück, Bruder. Die tun das sicher auch nicht. Jeder von uns hier kennt das Risiko. Du hast dich hier schon sehr gut angepasst. Kannst du denn nicht ihre Blicke sehen? Ach, sie bewundern mich, beide. Das war ein die guter Männer, Anfang. Die Frauen. Die beiden Wüsten, ich habe alles, was ich mir aus wünsche. Du hättest nicht herkommen sollen. Ich reiß dir die Eingeweide raus. Kämpf so weiter, alter Freund, und wir werden einem reichen Patron auffallen. Und was dann? Dann eröffnet sich eine Welt neuer Möglichkeiten. Die besten Gladiatoren erhalten Spezialaufträge und machen mehr Geld, als du dir vorstellen kannst. Dann machen wir mal auf uns aufmerksam. Euch zwei zusammenzustecken war eine meiner besten Ideen. Die Menge liebt euch. Ich sagte doch, wir sind zu hören, bestimmt, Felix. Zu hören? Langsam, langsam, Fräulein Sandfloh. Es liegt ein weiter Weg vor euch. Ihr seid noch lange kein Titelanwärter. Ihr könnt nicht gegen die gallischen Brüder kämpfen, nur weil ihr ein paar armselige Neulinge besiegt habt. Obwohl ich ehrlich gesagt hoffe, dass ihr es schafft. Du gehst mir echt ganz schön auf die Nerven. Was müssen wir tun, um gegen sie anzutreten? Bei den Göttern, jetzt du auch? Konzentriert euch auf die nächste Runde! Und weil ihr mich nervt, gibt's diesmal Löwen obendrauf. Sie haben tagelang nichts gefressen. Und ihr seid ihr Futter. Kommt, wenn ihr bereit seid. Wenn es stimmt, was Kenzer sagt, könnte jeder der Gladiatoren für das Krokodil arbeiten. Vielleicht gibt es hier Beweise für die Aufträge der gallischen Brüder. Und auch für die Identität ihres Patrons. Wir sind auf dem richtigen Weg. Nach all der Zeit könnte ich endlich meine Chance bekommen, gegen die gallischen Brüder anzutreten. Und das verdanke ich dir. Ach, nichts könnte mir lieber sein. Was hat es eigentlich mit den anderen Aufträgen auf sich? Oh, der aufrechte Bayek will sich die Hände schmutzig machen? Die Zeiten ändern sich, Seni. Ich schätze, es ist schwer, immer nur ein Magi zu sein. Da wirst du wohl Felix nachfragen müssen. Vertraulich. Der beste Weg, an das Krokodil zu kommen, ist ein Sieg über die Gallier. Als bräuchte ich mehr Gründe, um Shadias Mördern die Kehle aufzuschlitzen. Felix! Ich hörte, einige Gladiatoren bekommen hier Spezialaufträge. Du hast dich verhört. Und wenn es das gäbe, müsstest du viel tun, um dir Zugang zu verdienen. Deine Arbeit, du vorwitziger Bluthund, ist zu kämpfen. Mehr nicht. Du verdienst dein Geld in der Arena oder überhaupt nicht. Dann werde ich genau das tun. Wir sind bereit. Na endlich. Man verlangt nach euch beiden in der Arena von Kyrene. Liefert eine gute Vorstellung, dann profitieren wir alle. Oh.
Wie oft kämpfst du gegen Löwen? Nur wenn Felix welche bekommt. Die sind viel teurer als Menschen, die sich freiwillig für eine Drachenprügel melden. Es liegt wenig Ehre darin, Tiere zu töten. Töte oder werde gefressen. Und er ist eingesperrt. Alles ist gut. Solange wir ihn nicht freilassen. Der Menschheit und das Sklavenmädchen sind unaufhaltbar. Noch wilder als die wildesten Bestien. Ich dachte, die wären eingesperrt. Es gibt keine Regeln in der Arena, Seni. Die Beschützer von Siva haben einen weiteren Sieg errungen. Sind die gallischen Brüder die Nächsten? Wo ist Kenza? Ihre Talente wurden heute woanders gebraucht. Diesen Kampf wirst du also alleine gewinnen müssen. Aber das wird schon. Noch ein Auftrag für diesen Patron? Kämpfer, die zu viele Fragen stellen, leben nicht lange. Der Beruf ist sehr gefährlich. Unfälle passieren. Ich will mich nur als würdig erweisen. Dann musst du gewinnen. Du kriegst eine Chance gegen die Brüder. Schlag sie und man wird dich bemerken. Ist Kenza wohl auf? Heiliger Anubis. Ich muss gewinnen. Spreng dich hoch! Verdammt, wir müssen aufholen! Die Mitchell empfiehlt seine Partnerin gar nicht. Was für ein Kämpfer! Ich reiß dir die Eingeweide raus. Siehst du zu, Krokodilopolis? Sehen wir hier den nächsten Herausforderer? Ist die Krone der gallischen Brüder in Gefahr? Hinrichtung neu definiert! Das war knapp.
leid, dass ich dich allein ließ. Und auch kann ich stolz auf dich sein. Hatte Felix einen Auftrag für dich? Für wen war er? Ich werde es dir bei Gelegenheit erzählen, Bruder. Nur so viel, unsere Zukunft hat nie rosiger ausgesehen. Bayek. Das ist der ersehnte Moment. Unsere Chance auf den Umhang der Meister. Felix, wartet! Knum es nie und Jedianch? Ihr schlagt euch gut für zwei Landeier. Eure Zeit ist gekommen. Die Zuschauer sind es leid, dass Viridovix und Diovikos alle Gegner mit Links vernichten. Ich baue darauf, dass ihr es unterhaltsamer macht. Und eines noch. Tötet sie nicht. Meine besten vier Kämpfer müssen leben für die Revanche. Die Gallier haben denselben Befehl bekommen. Also gut, wir werden sie nicht töten. Aber was Schmerz und Demütigung angeht, garantiere ich für nichts. Das ist der Bayek, unser großer Moment. Man wird uns Denkmäler errichten und unsere Namen auf alle Tempelwände kritzeln. Hier sind die Herausforderer für die Krone. Die Beschützer von Diva! Unübertroffen! Unbesiegt! Wir sind die gallischen Brüder! Die gallischen Brüder sind besiegt! Für den Tod der kleinen Shadia verdient ihr den Tod! Mädchen am Leuchtturm! Das waren wir nicht, ich schwöre! Wir haben viel Schreckliches getan, Sivano. Aber dieses Kind haben wir nicht ermordet. Ein Hoch auf die neuen Meister! Wir waren die doch, Beschützer von Siva! Wir sollen die Soldaten das Mädchen fangen und zur Berenike bringen, zum Krokodil! Sie hat dieses Kind ertränkt. Sie nahm ihr ein Buch ab, ließ einen Stein an ihren Knöchel binden und stieß sie ins Wasser. Wir konnten nichts tun. Des
Deswegen bist du also zu mir gekommen, oder? Du wolltest ihren Patron, dieses Krokodil. Bayek, warum hast du mir nicht vertraut? Hm? Ich hätte dir geholfen. Du bist Söldnerin, genau wie die. Es war einfach zu riskant. Welches Schicksal erwartet die Gefallenen? Nein. Ist es Leben? Bayek. Oder Tod. Du musst mich doch besser kennen. Tod. Bayek, du kennst mich doch. Ein Tränensee hoch über den Ebenen. Ich soll den Strahlenkranz der Jägerin finden. Also war es Berenike. Sie ist das Krokodil. Sie hat Shadia umgebracht. Sie hat so viele in den Ruin getrieben. Sie beschreibt sich als Mäzenin des Wohlstands und der Kultur im Fayum. Man spürt ihren Einfluss in der gesamten Region. Ihr Reichtum kommt von ihrem Anwesen im Norden der Stadt, der Kerkesucher Kornkammer, der größten in ganz Ägypten. Sie veranstaltet ein Gastmahl mit anderen Einflussreichen aus dem Fayum. Jeden Abend zieht sie sich in ihre Villa zurück, wo sie sich mit Geld und Schmeicheleien ihre Gunst sichert. Dann werde ich sie dort finden. Danke für deine Hilfe, mein Freund. Was machst du jetzt? Ich gehe auch zurück in meine Villa. Ich muss was trinken. Chinut und ich müssen in Ruhe trauern. Leb wohl, Bayek. Wenn du getan hast, was du tun musst, würden wir uns freuen, dich wiederzusehen. Das ist die Kornkammer, von der Hotefres sprach. Das Krokodil muss da drin sein. Halt! Bleib stehen! Was? Die Wachen hier sind sehr aufmerksam. Wer sich mit uns anlegen will, wird sich ganz schön umgucken. Mm-hmm.